Ja, ich möchte an dieser Stelle etwas ungewohnt im Freien auch einen Bücherschnack oder Bücherfrühstück-Tipp loswerden. Und zwar von Monika Helfer, Die Bagage. Das ist bei Hansa erschienen und spielt 1914, also zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Es spielt in einem Tal in der Nähe von Bregenz, also in einem Alpental. Und handelt von einer wunderschönen Frau, die Maria heißt. Und die heiratet ausgerechnet einen Mann, der Josef heißt. Und sie haben also mehrere Kinder. Und Josef wird aber eingezogen. Also muss in den Krieg, den eigentlich keiner will. Jedenfalls in diesem Tal. Und Maria bleibt alleine zurück. Und Josef hat Angst, dass sie fremd geht. Beziehungsweise bittet den Bürgermeister, noch ein bisschen auf seine Frau Acht zu geben. Es taucht dann ein mysteriöser Mann aus Hannover auf und Sie wissen ja, wir verraten nicht immer alles, sondern erzählen eher, was uns an diesem Buch fasziniert hat. Ich finde, es ist so karg, wie dieses Leben in diesem Tal ist, so karg ist auch die Sprache, aber gleichzeitig packt sie einen von der ersten Seite an. Man möchte gerne wissen, was diese Familie erlebt, wie es den Kindern geht. Und die Betroffenheit von der Monika Helfer ist, dass ihre Mutter in dieser Familie aufgewachsen ist und ihr Vater, weil er vermutet hat, dass er nicht der Vater dieser Tochter ist, sein ganzes Leben mit diesem Kind nicht gesprochen hat. Also das ist schon in der Konsequenz und in dem Ausmaß des Zorns sehr archaisch. Also dieses ganze Buch hat sehr viel Archaisches.